Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Vanilla Permissions Video und zu einem neuen Command. Ja, zuallererst mal, ihr seht es vielleicht, ich habe mich jetzt dazu entschieden, mal meinen anderen Monitor anzuschließen, was dazu führt, dass ich jetzt in die Bildschirmaufnahme switchen kann, was ich auch gleich machen werde, ohne dass ihr jedes Mal OBS seht. Das ist das Erste. Und dass ich mich jetzt dazu entschieden habe, dass ich, wenn ich in der Minecraft-Aufnahme bin und nicht in der Bildschirmaufnahme, dass ich dann einfach das komplette Minecraft-Fenster einblenden werde, was dazu führt, dass ihr jetzt hier unten und oben so schwarze Ränder habt. Aber ja, ich denke, das kann man verkraften. Dafür sieht man sowohl, was ich in den Chat eingebe, als auch das ganze Scoreboard. Und ja, die erste Minute des Videos ist rum. und jetzt schauen wir uns an, was der nächste Command ist. Und wenn wir hier in unsere Liste schauen, stand da gestern noch Enchant. Das habe ich allerdings mal hier runtergepackt. Und der nächste Command ist der GameMode-Command. Ich habe generell die Liste ein bisschen umstrukturiert und das werde ich erklären ganz kurz. Ganz einfach, hier gibt es jetzt, also diese Kategorie heißt jetzt Datenbank, denn für alle diese Befehle hier brauchen wir eine Datenbank an Scores. Und das ist nicht ganz leicht zu, ich sag mal, bewerkstelligen. Für Enchant brauchen wir eine Datenbank für die ganzen Enchantments und dann brauchen wir noch ein Scoreboard für die Stärke davon. Für Gift brauchen wir eine Datenbank für alle Blöcke und Items, die es überhaupt gibt. Für Replace-Item brauchen wir sogar auch noch eine Datenbank für jeden einzelnen Slot. Für Setblock brauchen wir eine Datenbank mit jedem einzelnen Block und für Summon brauchen wir eine Datenbank mit jedem einzelnen Mob. Ich denke mal, Items werde ich dann nicht machen, weil da kann man ja sowieso so viel Kram noch einstellen. Und ja, und bei TP habe ich hier noch so eine kleine Extra-Kategorie gemacht, weil das braucht natürlich keine Datenbank, aber ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen will. So viel jedenfalls dazu. Dann gehen wir jetzt mal in die Bildschirmaufnahme. Hoppala, das ist jetzt der Minecraft Game Output. Was soll das hier? Ich will das minimieren. Denn jetzt ist der Game Mode Command dran und das ist eigentlich wieder relativ einfach. Allerdings nicht ganz so einfach, weil man ja mit Game Mode auch den Game Mode von anderen verändern kann. So, was brauchen wir für Game Mode zuerst? Wir brauchen natürlich hier wieder eine neue Datei und die heißt natürlich diesmal Game Mode logischerweise. So. Dann als nächstes erstellen wir uns ein Scoreboard. Dafür gehe ich mal ganz kurz wieder in die Minecraft-Aufnahme. Ich freue mich einfach, dass das jetzt so gut funktioniert. So. Scoreboard Objectives Add. Game Mode, das ist wieder ein Trigger. Das machen wir und dann gehen wir wieder zurück in die Bildschirmaufnahme. So, denn das Ganze muss wieder auch in die Load.mc Function. Na, so. Wir können übrigens mal hier die hier die anderen Command Functions schließen. Jetzt haben wir hier nur noch die GameMode-Function. So, das können wir hier direkt erstmal noch in die Enable-Function schreiben. Ja, da können wir im Prinzip auch das hier wieder kopieren und zwar hier GameMode und GameMode und das Ganze kommt auch hier nochmal hin und hier nochmal hin. So. Dann
gehen erstmal Grüße raus an meinen coolen quietschenden Stuhl. Aber jetzt fangen wir mit dem Game Mode an. Dafür nehmen wir uns mal ganz kurz die Clear MC Function, weil da können wir uns einiges abschauen. Die Frage ist jetzt natürlich, was, ja, weil ich hatte es gerade im Kopf. Ach so, ja, es ging jetzt genau, weil es gibt jetzt drei verschiedene, das heißt, das wird schon noch ein bisschen komplizierter, aber wir nehmen das erstmal. So, genau, weil diesen Befehl brauchen wir jetzt hier logischerweise viermal und dahinter muss jetzt jedes Mal noch if score at s game mode matches und dann kommt da jetzt hier 0. Beziehungsweise ich kopiere mal das Leerzeichen mit. So machen wir hier alle hin. 1, 2 und 3. Und da denke ich, können wir uns jetzt wiederum was von der Default Game Mode Function abschauen. Ne, können wir nicht. Jetzt geben wir einfach ganz kurz hier selber ein. So, das Ganze hier wäre Game Mode Creative. Das hier wäre Game Mode Adventure und das hier wäre Game Mode Spectator. Da machen wir hier ganz kurz, das hier kommt erstmal kurz deaktiviert. Huch. Das beides. Das kann hier wiederum weg, das war auch für den Clear. Genau, das wird später wichtig. Dann muss hier hier mache ich Game Mode und ja, so, dann gehen wir erstmal wieder in Game und testen das Ganze erstmal kurz aus. Dafür gebe ich mir zuerst den Tag Game Mode und dann machen wir mal Reload. Game Mode wäre ja dann logischerweise ja die Permission für den Game Mode. So, jetzt machen wir Trigger. Ach genau, und die ich muss natürlich mir das einmal enablen, logisch. So, jetzt müsste für mich, genau, Game Mode ist für mich gedings. Jetzt mache ich Set 2. Da stimmt mal wieder was nicht. Ich habe bestimmt irgendwas wieder vergessen. Ja, dann schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Dafür gehen wir in die Bildschirmaufnahme. Und in unseren Atom. Game Mode, Game Mode. Ach, ich habe das ja, logisch, ich habe das hier noch nicht reingetan. So, und hier kommt dann einfach Game Mode hin. So. Ja, Minecraft-Aufnahme. Ich sehe schon, das Video geht schon wieder fast 10 Minuten, obwohl Game Mode eigentlich ein recht simpler Befehl noch ist. Ich will ehrlich gesagt nicht wissen, wie das dann bei den Datenbankbefehlen ist. So, Reloading und sobald das reloadet, sollte eigentlich Trigger Game Mode Set 2. Warum?
Warum bekomme ich nicht den? Warum bekomme ich nicht? Game Mode 2 ist die Frage. So geht doch der Befehl hier, oder? Selected ID matches 0, if scored as Game Mode matches 2. Run Game Mode Adventure S. Ist das vielleicht so ein Bug, wenn wir hier 2.2 machen? Jetzt einfach nur mal aus. Ja, also einfach nur mal kurz als Test. Dann machen wir jetzt hier Reload. Und dann sollte ich in die Minecraft-Aufnahme gehen. So, und das machen wir nochmal. Trigger Game Mode Z2. Ne, das ändert daran nichts. Woran liegt das? Game Mode MC Function. Jetzt wird er auch richtig, oder wird das richtig aufgerufen? Ich gehe davon aus. Nein, wird's nicht. Ach, danke, okay. Ich habe natürlich wieder beim Copy-Pasten was vergessen. So, jetzt sollte es funktionieren. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Reload. Trigger. Mal schauen, ob es jetzt gleich kommt. Trigger Game Mode Z2. Ja, funktioniert. Trigger Game Mode Z3 funktioniert. Z1 funktioniert. Und Z0 funktioniert auch. So. Sehr schön. Damit sind wir für heute mit dem Game Mode sozusagen durch für das heutige Video. Ja, wir sind jetzt knapp bei 13 Minuten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr schaltet morgen beim nächsten Command auch wieder ein. Bis dahin und ciao. Ja, jetzt hatte ich auch noch gerade vergessen, meinen Ton zu aktivieren. Also, das ist jetzt ein kleiner, in Anführungsstrichen, Nachtrag, weil ich natürlich vergessen habe, dass man auch von anderen den Game Mode ändern können soll. Dürfte in der Zeit jetzt mal applaudieren. Für mich, das ist doch super, dass man einfach die Hälfte vergisst. Ja. Und zwar, ja, wir müssen uns hier den Game Mode Tick ändern. Aber das ist jetzt doch gar nicht so schwer, wie ich.
Wie ich gedacht hätte, fällt mir gerade auf. Wir probieren das jetzt mal aus. So, das hier ist ja dann anscheinend doch unnötig. So. SetIf, Squad, SID mit der Selected-ID. So, dann kommt jetzt hier einfach hin. GameMode 0 at S. Moment mal, kann man hier irgendwo auf die Schnelle einstellen, dass. Ja, dass hier die Zeile automatisch umbricht, schön. So. Das Ganze müssen wir jetzt hier einfach kopieren. Und hier kommt dann auch. Ach so, mit 0 geht das natürlich logischerweise nicht mehr. Survival. Creative, dann kommt Adventure und Spectator. Und jetzt müsste ich. Logischerweise bei Clear habe ich das, glaube ich, auch so gemacht, dass ich mir den Tag remove, genau. Dann machen wir das auch immer. Tag at S. Was mache ich hier? Tag gleich. Game Mode Tick Remove. Game Mode Tick. Habe ich das wirklich hier auch so? Direkt nochmal auf Fehlersuche gehen, ob wir vielleicht einen haben. So, und jetzt gehen wir mal wieder in Minecraft. Und machen mal Scoreboard Objective Set Display Sidebar ID. So, wir haben selbst die ID 1. Machen wir Scoreboard. Ach nein, Moment, alles soll mit Trigger lösbar sein. Trigger Selected ID Set 1. Und jetzt triggern wir mal Game Mode Set 2. Das funktioniert wieder nicht. Warum nicht? Gehen wir wieder in die Bildschirmaufnahme. Hier steht noch Clear Tick, logischerweise ist das dann falsch. Game Mode muss da rein. Na gut, das erklärt natürlich einiges. So. Jetzt sollte es funktionieren. Machen wir mal Reload. Dann machen wir schon mal Selected ID auf 1. Wenn wir es jetzt auf 2 machen, dann funktioniert das schon. Und Selected ID sollte wieder auf 0 sein. Das testen wir auch nochmal. Selected ID ist wieder auf 0, genau. Das muss, soll man nämlich jedes Mal von neuem machen können. Selected ID setzen wir wieder auf 1 und jetzt triggern wir Game Mode auch auf 1 und wir sind auch wieder Game Mode 1. Schön. So, das war es jetzt aber wirklich für das heutige Video. Für diesen einfachen Command haben wir jetzt doch fast 20 Minuten gebraucht. Finde ich aber nicht schlimm. Hauptsache es funktioniert am Ende und wir haben ein recht cooles, würde ich mal sagen, ja, Permission-System. Das heißt, ja, Leuten, denen ihr die Game Mode Permission gebt, die können jetzt von sich und von anderen ja, den Game Mode wechseln. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne eine positive Bewertung, wenn das der Fall ist. Schaut auch gerne morgen wieder rein, wenn wir den nächsten Befehl machen. Und ja, bis zum nächsten Mal und diesmal wirklich. Ciao.